Leute, oh mein Gott, das Riesenskelett ist dran. Ist es dran? Ich weiß nicht. Leute, ist es dran? Hey Leute, was geht und willkommen zurück zu diesem neuen Clash Royale Video hier auf meinem Kanal. Und ja Leute, wir machen hier heute mal zwei Tournament Fights und ich bin auch übrigens bei 3900 und um die 70 Pokale. Und ja, wir machen dann nach den zwei Tournament Fights hier auf jeden Fall nochmal den entscheidenden Fight, ob ich die 4000 Pokale schaffe. Und ja, wir pushen jetzt erstmal ganz easy rein mit dem Goblin Barrel und der Princess. Die machen hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen Schaden. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Er hat jetzt hier den Bowler am Start. Mal schauen, ob wir den hier abwehren können. Ja, das sieht auch ganz gut aus. Ich setze jetzt hier mal die Lakaienhort und das Kampfholz, Leute. Das Kampfholz ist wirklich richtig geil. Also das müsstet ihr eigentlich mal austesten, wenn ihr das habt. Das ist wirklich besser, als die meisten sagen. Und ja, er hat jetzt hier schon mal den Mega-Lakai am Start. Der wird jetzt mal gucken, ob er... Ja, er macht jetzt sogar leider noch hier einen Hit. Das ist nicht so gut. So, jetzt sparen wir hier zuerst mal ein bisschen Elixier und dann würde ich sagen, pushen wir auch direkt mal wieder mit unserem Riesenskelett und mit dem Goblin Barrel. Und ja Leute, wir setzen das jetzt mal ganz entspannt nach vorne hin und dann noch hier schönes Goblin Barrel. Das sollte auf jeden Fall schon mal ein bisschen Schaden machen. Ja geil, Inferno Tower, okay. Ja, sehr schön, die Kobolde kommen jetzt sogar hier durch, machen sogar hier richtig schön Schaden. Der Tower hat jetzt noch ganz wenig Leben und ich denke mal, wir den holen wir auf jeden Fall down. Und jetzt, Leute, das Beste am Kampfholz, boom. Es geht einfach alles down, Leute. Es geht alles down. Hätten die Guards jetzt hier keine Schilder, dann wären die auch direkt down gegangen. Also, es ist schon gegen meiner ist das Kampfholz halt wirklich sehr, sehr stark. Auch wenn die mit Kobolden pushen, dann müsst ihr jetzt einfach nur auf den Miner setzen, das Kampfholz. Dann macht es an den Miner noch Schaden und tötet dann direkt noch die Kobolde hinten dran. Deswegen, Leute, ist wirklich richtig coole, die legendäre Karte hier. Den Bowler werden wir ja wieder ganz easy ab hier mit unserem Riesenskelett. Die Guards und so, die sollten da auf jeden Fall auch schon mal reinlaufen. Der Mega-Lakai sollte jetzt eigentlich auch down gehen. Boom, Leute, alles down. Da kommt irgendwie noch so hier der Miner. Gut, die Pfeile, die waren jetzt gerade ein bisschen unnötig von mir. Aber egal, wir haben jetzt hier auf jeden Fall schon mal seinen Tower geholt. Jetzt hier die Lakaienhorde mal setzen. Der setzt auch schon den Mega-Lakai. Ja, der Bowler ist jetzt hier auf jeden Fall down. Kommt auch schon wieder ein Tunnelgräber. Der rennt zum Glück zu Princess, dass er hier keinen Schaden am Tower macht. Jetzt das Kampfholz nochmal hier ein bisschen abwehren. Und dann würde ich sagen, nehmen wir den Eismagier und setzen ihn hier zur Abwehr von den zwei Mega-Lakaien. Das sollte auf jeden Fall auch mal hier ganz easy abgewehrt werden. 24 Sekunden noch, jetzt müssen wir auf den Miner aufpassen, dass der uns hier nicht nochmal tötet. Der geht jetzt hier sogar auf den Tower drauf, aber ich denke mal, das sollte er hier eigentlich nicht schaffen in den restlichen 10 Sekunden. Und Leute, nochmal das Koboldfass hier einfach mal, wir kriegen wahrscheinlich kein 3-0 mehr, ich weiß nicht. 5, 4, 3, 2, nee Leute, kein 3-0, aber wir haben hier auf jeden Fall einen Kronensieg und es gibt auch wieder 190 Karten. So, wir haben jetzt hier ganz easy 11 mal gewonnen, Leute. Wenn wir jetzt gewinnen, gibt es auch ordentlich Karten. Hier 240 Karten. Das wäre auf jeden Fall richtig fett hier, wenn wir das gewinnen würden. Mal schauen hier, wir spielen gegen den Amador von Speer, BR, Uni, DOS, keine Ahnung. Egal, wir setzen jetzt hier zuerst mal die Princess hinten, wünschen ihm, beziehungsweise bedanken uns hier mal. Wir splitten jetzt hier, ich wollte eigentlich gerade das Kampfholz auswählen. Ja, geil, Leute, er hat jetzt den Inferno-Turm, das ist natürlich wunderbar. Und Leute, lol, der lässt die Barbaren einfach an die Tower laufen. Das ist auf jeden Fall ein großer Fehler, die machen hier richtig ordentlich Schaden, Leute. Oh ja, der Tower ist jetzt auf jeden Fall schon mal hier zu mehr als der Hälfte down. Perfekt gegen Eismagier ist natürlich hier auch der Eismagier, gegen den Packer ist der Eismagier genauso rum. Der Sepp jetzt hier, der Sepp war wieder total unnötig von ihm, weil wir können dann gleich hier komplett nochmal pushen mit dem Riesenskelett und dem Goblin Barrel. Und wenn jetzt alles gut läuft, dann sollte eigentlich der Tower down gehen. Mal schauen, der Inferno-Turm ist jetzt auch down. Ja, das Riesenskelett läuft sogar am Inferno-Tower noch vorbei. Ja, Leute, ganz easy hier. Haben wir uns den Tower geholt. Das Riesenskelett kommt leider nicht mehr mit der Bombe an den Inferno-Tower, aber ist auch nicht so schlimm. Wir sollten das ja eigentlich easy jetzt nochmal runterspielen sollen können mit der Zeit hier. Jetzt erstmal hier die Pfeile drauf werfen, um die Princess down zu kriegen.
Und ja, dann setzen wir mal unsere Princess und hoffen, dass der Inferno Tower jetzt hier mal down geht. Ja, er setzt jetzt hier den Miner. Ja, geil, den Eismagier habe ich mal super gesetzt. Ich dachte, der Miner geht vielleicht auf den Tower. Das war jetzt hier aber nicht der Fall. Ja. Dann gucken wir jetzt hier mal, was wir machen können, wie wir am besten pushen. Vielleicht jetzt hinten setzen das Riesenskelett, damit ich hier irgendwie verteidigen kann. Jo, das machen wir jetzt hier mal. Da setzt er einen Eisgeist. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass... Okay, nee, der Eisgeist geht sogar noch drauf. Was macht er denn? Er heult jetzt hier rum. Keine Ahnung, was er damit macht. Hier, viel Glück wünscht er mir wieder. Ich weiß nicht, was das jetzt soll, aber egal. Wir pushen jetzt hier auf jeden Fall mal wieder und gehen jetzt hier auf den 3-Kronen-Sieg. Ich glaube, es wird aber nichts. Nee, es wird nichts. Die Princess geht jetzt erstmal down. Dann setzen wir uns ganz entspannt jetzt hier den Eismagier hin. Jetzt die Pfeile drauf, damit es hier alles schön down geht. Ja, Leute, das haben wir auf jeden Fall schon mal gut abgewehrt. Und, oh, Leute, er hat jetzt hier den Blitzzauber. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass er uns damit jetzt nicht überrascht. Deswegen gehe ich jetzt hier auch mal direkt wieder auf ein bisschen Schaden auf den nächsten Tower. Okay, er setzt jetzt hier die hier. Und er hat immer noch nicht den Blitzzauber gesetzt. Ich glaube nicht, dass er nochmal zweimal den Blitzzauber rausholt. Wir müssen jetzt hier auf jeden Fall nochmal auf den Miner aufpassen. Und ja, 20 Sekunden noch. Er setzt irgendwie nichts. Mein Elixier läuft jetzt hier gerade voll. Ja, mein Eismagier. Jetzt kommt auch schon der Miner, Leute. Okay. Der darf jetzt hier nicht. Nein, nein. Kommt schon. Nein, nein. Nein. Okay, er hat jetzt hier noch den Tower geholt. Aber er hat gerade gesappt. Das wäre ein bisschen dumm von ihm. Beziehungsweise er musste das ja machen. Boom, Leute. Und jetzt gibt es hier ordentlich mal richtig schönen Schaden. Locker irgendwie auf 1000 oder so, wenn es gut läuft. Ja, auf ja 800 sogar. Das ist auf jeden Fall richtig ordentlich gewesen, der Push hier. Wir setzen jetzt hier unser Kampfholz ein. Das ist, ja, Leute, das war wichtig. Er kann jetzt hier vielleicht verteidigen. Ich weiß nicht, ob er den Sepp jetzt hat. Ja, er hat den Sepp jetzt. Und jetzt geht vielleicht die Princess mal auf den Tower. Ja, Leute, das sieht auf jeden Fall gut aus hier. Die Kobolde hier mit dem Eismagier abwehren. Ja, 600 Leben, das sollten wir eigentlich noch schaffen. Ja, die Princess kommt. Die waren natürlich mal wieder richtig gut gesetzt. Die Lakaien machen richtig viel Schaden. Und ja, jetzt muss ich hier leider meinen Barbaren setzen. Das ist vielleicht ein bisschen unnötig, aber okay. Hier besser die Barbaren als den Tower hier irgendwie beschädigen zu lassen. Ja, die Princess kommt natürlich nicht an die andere Princess dran. Kommt auch schon sein Tunnelgräber, den wehren wir ganz easy hier mit dem Eismagier ab. Der sollte da eigentlich keinen Hit mehr auf den Eismagier machen. Jo, und er macht jetzt hier gerade Blitzshow. Okay, wir machen hier leider wieder keinen Hit. Das ist alles ein bisschen schade. Wir müssen jetzt die Princess vielleicht setzen, damit die... Super. Geil, die Princess schießt einfach ins Nichts rein. Lol, sie macht sogar hier noch einen Hit. Das ist auf jeden Fall entscheidend. Jetzt machen wir auf jeden Fall hier mal mit dem Kampfholz was. Jetzt vielleicht über Bahn setzen, damit der Inferno Tower down geht. Und ja, dann setzen wir jetzt hier mal unser Goblin Barrel. Mal sehen, ob wir es schaffen hier. Okay, er zappt wieder. Ja, jetzt schon die Lakaienhorde hier. Oh, jetzt pusht er. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht überrannt werde. Jetzt ist Kampfholz, Leute. Boom. Sehr schön, er hat gesappt. Und das war auf jeden Fall jetzt hier eine dumme Entscheidung von ihm. Denn wir müssen jetzt ja einfach zum Koboldfass rotieren und ja, vielleicht jetzt noch die Pfeile drauf werfen, falls er irgendwas setzt. Boom, Leute. Easy. 12 Siege gemacht. Einmal verloren. Und ja, die Truhe, die wir jetzt bekommen, die mache ich erst später auf, beziehungsweise erst in 8 Stunden. Ab da kann man nämlich den Dings hier, den guten Inferno-Drachen freischalten und vielleicht kriegen wir den ja sogar aus der Truhe. Wäre auf jeden Fall richtig cool. So, Leute, wir machen jetzt hier den... Nein. Ey, wenn jetzt meine Verbindung abgebrochen ist und ich habe hier kein... Wenn ich jetzt einen Fight gefunden habe und ich komme einfach nicht rein, das wäre richtig bitter. Mal gucken. Okay, ich habe zum Glück keinen Fight gemacht. Wir greifen jetzt direkt an, Leute. Und wenn ich den Fight gewinne, dann sind wir auf jeden Fall hier über 4000 Pokale, Leute. Und dann sind es auch nur noch 100 Pokale. Und dann sind wir in den Top 200 Deutschlands. Wäre auf jeden Fall richtig cool. Wir pushen jetzt hier zuerst mal ganz easy. Mal sehen, ob er irgendwas dagegen zu setzen hat. Ja, super, Leute. Wir haben... Ja, geil. Wir haben Inferno-Spieler, natürlich. Ich habe gefühlte 3 Kämpfe schon gemacht. Dreimal hatte ich die Chance, nach oben zu kommen auf 4000 Pokale. Und jedes Mal habe ich es verkackt. Und ja, Leute, mal sehen. Bitte schaffen wir das jetzt. Das wäre auf jeden Fall richtig cool. Und ja, mal gucken, ob wir das... Das wäre, bitte... Ja, ja, komm schon, die Pfeile. Ja, die Pfeile waren jetzt sogar wichtig hier. Weil jetzt muss er wieder irgendwas setzen gegen meine Princess. Okay, er pusht jetzt hier Barbaren und direkt mal Kampfholz, Leute.
Boom, mal sehen, ob der einen Hit macht. Ja, der Schweinereiter macht dann nämlich keinen Hit mehr, wenn ihr das Kampfholz einsetzt. Zumindest bei mir nicht. Da kommen schon ja WhatsApp-Nachrichten rein. Läuft auf jeden Fall hier. Ja, da kommen auf jeden Fall schon mal die Minions. Die werden wir hier ganz easy mal wieder mit dem Eismagier ab. Der Eismagier, wenn ihr vielleicht mein Deck benutzt oder so, der Eismagier ist nicht zum Angreifen gedacht im Deck. Ihr könnt ihn wunderbar für Royal Giant oder für Schweinereiter einfach zum Abwehren benutzen. Das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich gut dafür gemacht, der Eismagier. Jetzt mal die Princess und dann vielleicht noch die Okay, jetzt die Pfeile hier noch drauf, genau. Dann ist das nämlich ja auch schon mal alles down. Dann sollte es auch nicht mehr so viel Schaden machen. Ja, er hat jetzt hier noch die Kobolde. Die machen mir dann doch ein bisschen zu viel Schaden hinten. Da setze ich jetzt die Barbaren. Ich bin jetzt natürlich hier mit dem Elixier ein bisschen weiter hinten als er. Das ist schon klar. Vielleicht setzt er jetzt irgendwas. Ja, er setzt sogar noch den Schweinereiter. Da können wir... Nein, das Kampfholz wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen unnötig hier. Ja, zuerst mal... Kommen jetzt hier die drei Lakaien durch. Okay, er setzt jetzt hier die Princess. Ja, da kontern wir ganz easy mit dem Kampfholz. Vielleicht sitzt er noch irgendwas da hinten. Nee. Okay, Double Elixir Time. Wir setzen jetzt zunächst mal unsere Princess hier hin. Die sollte dann eigentlich... Ja, okay, dann schießt sie halt jetzt auf die Kobolde. Okay, er setzt jetzt hier die Pfeile. Und jetzt kann ich ihn vielleicht, wenn ich Glück habe, hier irgendwie überrennen. Vielleicht hat er nicht so viel Elixier. Ich weiß nicht. Okay, er hat jetzt hier... Oh. Das ist natürlich nicht so gut. Das Kampfholz hätte ich erst später setzen müssen. Dann wären die nämlich... Naja, ist eigentlich egal. Ja, jetzt erstmal hier die Pfeile. Okay, die reichen nicht mehr für den Tower. Oh, oh, waren die Pfeile gut. Die Pfeile waren wirklich sehr gut. Da haben wunderbar noch hier die... Oh, der schmeißt... Oh, er zappt, Leute. Er zappt und er wirft die Pfeile drauf. Das war ein Fehler von ihm. Wir können ihn jetzt hier einfach ganz easy besiegen. Er hat jetzt hier keine Verteidigungskarte. Das sollte ja eigentlich reichen. Okay, die Barbaren. Wenn ich jetzt Glück habe, läuft... Ja, Leute, oh mein Gott, das Riesenskelett ist dran. Ist es dran? Ich weiß nicht. Leute, ist es dran? Bitte ist es dran, Leute. Oh mein Gott, ist es dran? Boom! Ja, Mann, Leute, kommt schon. Pfeile. Pfeile noch. 3, 2, 1. Leute, wir sind jetzt hier ganz easy. Einfach auf 4000 Pokale. Und irgendwie schreibt mich gerade hier mein Freund an. Spammt mich hier gerade voll mitten in der Aufnahme. Das seht ihr jetzt nicht, aber es ist halt gerade so. Ja, Mann, Leute, 4000 Pokale. Richtig krass. Und ich würde sagen, wir schreiben jetzt erstmal hier 4000 Pokale, easy, OMG und dann noch hier, ja, natürlich geschafft. Und ihr Leute, jetzt kommt hier noch ganz kurz die Truhe ran. So Leute, hier ist auch schon die Truhe und wir öffnen die jetzt mal ganz easy. 22.000 Gold, 12 mal Schweinereiter, Kanone, Gift, Grabstein. Leute, wir sind jetzt hier gerade voll. 9 mal die Hexe. 8 und Leute, Legend, wenn jetzt der Inferno-Drache kommt, das wäre richtig geil, Leute. Stark. Loverhund, okay, Level 2 ist natürlich in Ordnung. Und ja, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen oben da. Und bis dann. Ciao.